Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Herzlich willkommen zu Teil 2 eures Jahreshoroskops. Wir schauen uns an, wann ihr besonders schöne Zeiten mit den Liebesplaneten Venus und Mars habt, aber auch, wann es kritische Zeiten für die Liebe gibt. Außerdem gehe ich auf die Tendenzen für den Januar ein. Mit den Monatshoroskopen geht es dann im Februar wieder weiter, aber auf eure Top-Tage im Januar müsst ihr nicht verzichten, die zeige ich euch in einem extra Video. Bevor wir loslegen, habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Mein Jahreshoroskop 2018 gibt es jetzt auch als Buch. Darin findet ihr das gesamte Jahreshoroskop mit allen 12 Sternzeichen und der kosmischen Schwingung Teil 1 und Teil 2 zum Nachschlagen und Nachlesen. Ihr könnt es als Buch bestellen oder auch als E-Book, um es auf eurem Tablet oder Smartphone zu lesen. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn ihr das Buch zahlreich bestellen würdet, denn damit unterstützt ihr die viele liebevolle Arbeit, die ich in dieses Jahreshoroskop hineingesteckt habe. Es kostet als Buch 19,99 Euro und die E-Book-Ausgabe kostet 14,99 Euro. Ihr könnt es ab sofort bestellen. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage oder hier auf der Infokarte, hier und natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und ich habe auch wieder eine Verlosung für euch. Mehr dazu am Ende des Videos, also bleibt dran. Das Jahr geht schon spannend für euch los, denn 5 Planeten tummeln sich bei euch im Partner aus. Die Sonne und die Venus sind auch mit dabei. Vielleicht habt ihr ja schon einen neuen Flirt mit ins neue Jahr gebracht. Wir haben gleich zu Jahresbeginn am 2. Januar einen Vollmond in eurem Zeichen und auf eurer Beziehungsachse. Wundert euch nicht, wenn es da in eurer Partnerschaft oder mit einem neuen Flirt hoch hergeht und schaut euch die Gefühle genau an. Da könnt ihr viel darüber erfahren, wo ihr in eurem Liebesleben steht. Die Venus läuft dann noch bis zum 18. Januar durch euer Partnerhaus und zeigt, dass auch Begegnungen mit etwas schwierigen oder herausfordernden Leuten liebevoll verlaufen und Flirtchancen bieten. Für Festliierte ist es eine gute Zeit, um die Beziehung mit ihrem Schatz zu festigen. Der Neumond am 17. Januar bietet sich für eine Meditation zum Thema Liebe und Partnerschaft an. Was wollt ihr für die Liebe im neuen Jahr erreichen? Was wünscht ihr euch von einer Beziehung? Das könnten Themen sein, zu denen ihr eure Wünsche ans Universum formulieren könnt. Der Mars läuft noch bis zum 26. Januar durch euer 5. Sonnenhaus hier im Skorpion und bildet dabei einen sehr schönen und lustvollen Aspekt zur Krebssonne. Wenn es eure Liebessituation zulässt, solltet ihr euch Zeit für kuschelige Stunden zwischen den Laken nehmen. Das kann sehr aufregend und intensiv werden. Vorsicht nur mit der Lilith. Die läuft durch euer Partnerhaus durch die erste Dekade und kann auch Auseinandersetzungen anzeigen oder eine Konkurrentin. Und wenn ihr Aszendent Krebs seid und der Aszendent zwischen 5 und 10 Grad Krebs steht, dann müsst ihr aufpassen, falls ihr eine heimliche Liaison am Laufen habt. Denn da ist die Gefahr erhöht, dass die Sache auffliegt. Das habe ich ja in Teil 1 des Jahreshoroskops schon genau beschrieben. Eine schöne Venusphase habt ihr dann vom 10. Februar bis zum 6. März. Da läuft die Venus durch die Fische und aktiviert den Romantikaspekt des Jahres. Das werdet ihr bestimmt sehr genießen können. Achtsam sein müsst ihr in der Zeit vom 18. März bis zum 15. Mai, denn da läuft der Mars durch den Steinbock und damit durch euer Partnerhaus. Für Solokrebse ist das vielversprechend, denn der Mars zeigt knackige Verehrer an, die euch umwerben und dabei viel Ausdauer an den Tag legen. Trotzdem ist das ein Spannungsaspekt, der auch zu Konflikten führen kann, besonders wenn ihr in einer festen Beziehung seid. Versucht dann bitte, die angesprochenen Themen nicht persönlich zu nehmen oder euch in die Schmollecke zurückzuziehen. Auseinandersetzungen können viel zur Klärung beitragen, wenn ihr euch der Situation stellt und dabei sachlich bleibt. Wie gut, dass die Venus vom 31. März bis zum 24. April in einen günstigen Aspekt zu eurer Sonne geht, hier im Stier. Merkt euch diesen Zeitraum, denn währenddessen habt ihr viele gute Gelegenheiten, Spannungen in der Partnerschaft beizulegen und auf gute Lösungen zu kommen. Vom 19. Mai bis 13. Juni wird die Venus durch euer eigenes Zeichen laufen und euren Charme und eure Ausstrahlung verstärken. Das ist eine Zeit, in der ihr sehr begehrt sein werdet, aber auch sehr bewusst mit euren Verehrern umgehen solltet, damit keine Missverständnisse entstehen. Auch die Zeit vom 10. Juli bis zum 26. August kann euch helfen, Spannungen in der Partnerschaft durch gute Gespräche und liebevolle Zuwendung abzubauen.
Vom 26. Juni bis zum 27. August ist ja der Mars rückläufig. Und generell ist die Rückläufigkeitsphase von Mars eine Zeit, in der man sich wie gelähmt fühlen kann, wo Dinge zum Erliegen kommen. Es kann sein, dass eine neu angebahnte Partnerschaft erstmal wieder ins Stocken gerät. Dabei kann es in der zweiten Augusthälfte nochmal heikel für eure Partnerschaften werden, denn da läuft der Mars zurück in den Steinbock, besonders für die dritte Dekade. Aber ab Ende August kommen dann die Dinge wieder in Fluss. Die Konstellation kann beruflich auch Verzögerungen mit sich bringen. Um das zu vermeiden, würde ich euch raten, in der zweiten Augusthälfte Urlaub zu nehmen und damit dem Problem aus dem Weg zu gehen. Da werde ich dann jeweils in den Monatshoroskopen noch genauer drauf eingehen. Ganz spannend wird die Zeit vom 9. September bis zum 31. Oktober. Da läuft die Venus durch den Skorpion und bildet einen sehr guten Aspekt zur Krebssonne. Allerdings wird sie währenddessen rückläufig, nämlich vom 5. Oktober bis zum 16. November. Und das ist dann auch die heiße Phase, in der die Venus Spannungsaspekte mit dem leidenschaftlichen Mars, der wilden Lilith und Überraschungsplanet Uranus bilden wird. Ihr Krebse empfangt aber eher die positiven Schwingungen dieser Konstellation. Und das kann bedeuten, dass verwirrte Liebesopfer ihren Weg zu euch finden, um sich bei euch auszuweinen. Falls ihr Single seid, könnt ihr vielleicht ein gebrochenes Herz mit eurer Liebe heilen und auf diese Weise eine neue, schöne Partnerschaft gewinnen. Trotzdem seid vorsichtig damit und lasst es langsam angehen. Die Venus ist ja noch rückläufig. Und zwar noch bis zum 16. November. Und da sind Liebesentscheidungen nicht sicher. Und für die dritte Dekade der Krebse kann es zwischen dem 1. November und dem 2. Dezember nochmal kriseln, wenn die Venus hier zurück in die Waage läuft und von dort aus eine Spannung zu eurer Sonne bildet. Aber gleich danach wendet sich das Blatt. Ab dem 2. Dezember und dann bis zum 7. Januar 2019 habt ihr wirklich gute Chancen, dass sich Liebesentwicklungen für euch zu einem Happy End entwickeln. Das waren die Highlights und die kritischen Phasen eures Jahres 2018. Wenn ihr eine persönliche Horoskopberatung bei mir buchen wollt, seid ihr herzlich willkommen. Am besten ihr bucht direkt über meine Homepage oder ihr ruft auf meinem Kundentelefon an. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung oder auf der Infokarte hier im Bild. Und hier nochmal eine kleine Erinnerung an meine nächsten Webinare. Am Freitag, den 12. Januar, gibt es den Online-Workshop Saturn-Probleme heilen, wie ihr den Saturn-Transit durch den Steinbock erfolgreich und gesund meistert. Und eine Woche später leuchten dann wieder Antonias Sterne im Webinar. Maximal 12 Teilnehmer in einer kleinen Gruppe und jeder kann mir eine spezifische Frage stellen. Und das ist dann am Freitag, den 19. Januar um 17 Uhr. Bei der Verlosung gibt es wieder 15 Minuten Beratung zu gewinnen, wenn ihr mir hier auf YouTube einen interessanten und konstruktiven Kommentar postet und indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier klicken und schon seid ihr bei der Verlosung dabei. Natürlich möchte ich euch auch meine anderen Video-Specials empfehlen, zum Beispiel über Saturn im Steinbock, Lilith im Steinbock und den Mondknoten im Löwen. Die sind hier eingeblendet. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit den Liebessternen im neuen Jahr und alles Gute mit den Sternen.